Gute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo, denn es steht schon wieder ein Company of Heroes 1 Turnier vor der Tür. Es ist das Company of Heroes 1 Will Never Die Tournament Nummer 2 und das Ganze wird stattfinden im Februar diesen Jahres. Am 27. Februar geht das Ganze los, bis zum 20. könnt ihr euch anmelden. Den entsprechenden Anmeldelink findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso ist dort enthalten der Link zum Forum-Eintrag bzw. zur Website, wo ihr nochmal alle wesentlichen Informationen zu dem Turnier findet. Im Grunde ist es im Wesentlichen das altbekannte. Es ist ein 1 gegen 1 Turnier, 500 VP, Standardressourcen. Es ist erstmal auf 32 Spieler ausgelegt, bis 64 sind aber mit vorgeplant, sollten so viele zusammenkommen. Es gibt einen entsprechenden Map-Pool, es gibt Regeln dazu, wie man die Karten auswählt. Es wird nach dem Best-of-3-Modus gespielt, auch das ist, denke ich, bekannt, auch aus meinen Turnieren. Finale ist Best-of-5. Es gibt hier vielleicht als kleine Besonderheit immer die Möglichkeit, die Spiele flexibel zu planen. Das heißt, das Turnier hat zwar einen definierten Starttag, aber es steht ein gewisser Zeitraum zum Erledigen des Spiels einer Runde zur Verfügung. Das heißt also, für die erste Runde ist das vom 27.02. bis zum 1.03. und innerhalb dieses Zeitraums kann man sich flexibel verabreden und das Spiel, das man dort zu spielen hat, beziehungsweise die Spiele über die Bühne bringen. Das heißt also, das Ganze ist ein bisschen über einen längeren Zeitraum hinweg, was die Dauer angeht, aber es ist auch flexibler. Dadurch hat man eben auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe Stress im Job, an der Schule, im Studium, whatever, sich das Ganze ein bisschen flexibel zu planen und dann eben trotzdem am Turnier teilzunehmen. Also der Gesamtzeitraum, wie er jetzt hier geplant ist, erstreckt sich vom 27.02. bis zum 17.03. und ja, für jede Runde ist eben eine gewisse Anzahl an Tagen vorgesehen, innerhalb derer sie ausgetragen werden können bzw. sollen. Es gibt auch ein Preisgeld, das sich aus Spendengeldern zusammensetzt. Wenn ihr also wollt, könnt ihr natürlich gerne was dazugeben. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Ist sicherlich gerne gesehen und ja, wie ihr wisst, wie das ist. Der ein oder andere Spieler kriegt Dollarzeichen in den Augen, wenn er das Geld sieht und ist dann vielleicht eher geneigt, am Turnier teilzunehmen. Was mich angeht, so werde ich das ein oder andere Replay aus dem Turnier casten, wenn es denn interessant ist. Hier bin ich natürlich auch wieder für eure Unterstützung dankbar. Das haben wir ja letztes Mal auch schon so gehandhabt. Wenn ihr also Interesse habt, euch das Spiel bzw. die Spiele des Turniers vorher anzuschauen und mir eine gewisse Empfehlung zu geben, welche castbar sind, dann nehme ich das gerne entgegen, denn es werden einige sein, es wird ein bisschen Arbeit sein und ich bin da sehr verbunden, wenn ihr mir eine Empfehlung mit auf den Weg gebt. Ich werde mir ansonsten halt auch mal selbst das Ganze zu Gemüte führen und dann mal nachschauen, was sich davon casten lässt. Es sind einige gute Spieler schon mit an Bord, auch da gibt es eine jeweils offizielle Liste, welche Spieler denn schon eingeschrieben sind und ja, da sind durchaus bekannte Namen dabei. Beispielsweise Kollege No Lucky Strike spielt mit Nogano, hat sich tatsächlich auch dazu herabgelassen. BK Mortes, den ihr wahrscheinlich kennt, Konvuko, mein besonderer Freund Lucky Stile, Bula, der letztes Mal schon mitgespielt hat, auch DFM hat sich vor kurzem angemeldet und ja, also es ist insgesamt eine sehr schöne Sache, also ich muss wirklich sagen, großen Respekt da an den Organisator bzw. an sein Team, Chaos heißt der, der das ja jetzt auch schon zum zweiten Mal macht und ja, also er gibt sich wirklich sehr viel Mühe, möchte das Ganze auch transportieren, man merkt einfach, dass er ein netter Typ ist und dass es ihm nicht nur darum geht, für sich selbst irgendwas zu tun oder so, sondern ja, er möchte halt einfach auch für die Community was machen, er möchte die Community am Leben erhalten, also man merkt, da steckt einfach sehr viel Energie, viel Freude und Herzblut einfach auch dahinter und ja, ich finde es super, unterstütze das Ganze gerne und hoffe, dass es eine tolle Sache wird. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass ihr mit dabei seid, dass vielleicht der eine oder andere mitmacht, dass eventuell der eine oder andere spendet. Und
oder dass ihr dann auch bei den Casts bei mir vorbeischaut. Das war's dazu von meiner Seite aus. Ja, toll, toll, was das Event angeht und ciao, ciao.